Erstmal ist es natürlich völlig klar, dass diese ganzen Themen, die ich auch sozusagen für meine Vorlesungen mit aufgearbeitet habe, wie Star Trek, wie James Bond, wie Fußball, Titanic, aber auch Dick und Doof, es gibt auch einen Vortrag bei der Physik von Stan und Olli, das habe ich auch. Das sind alles Sachen, von denen ich auch ein Fan bin. Es könnte tatsächlich der Fall eintreten, dass man im Physikunterricht auch mal lacht, ne? Also, dass das auch mal passiert. Ja. Das ist natürlich schon was ganz anderes. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Wenn ich meinen Vortrag über die Physik von James Bond halte, da sind viele so kleine Sachen auch zum Schmunzeln drin und die Leute lachen auch. Ich weiß in der Zwischenzeit genau, wann sie lachen. Also, das weiß ich. Und es funktioniert eigentlich immer. Ja. Ob das vor Professoren ist, ob das vor Unternehmern ist, ob das vor was weiß ich, irgendwelchen. Es funktioniert immer. Ja. Und ich weiß genau, wo die Stellen, wo dann die Leute lachen werden. Nur wenn ich ihn in der Schule halte, ja, dann lachen die Schüler nicht. Da können 100 Schüler sitzen, ja, dann holen die immer ihre Leistungskurse oder so zusammen oder auch ihre 10. Klasse Physikkurse. Nur dann weiß ich, da, wo normalerweise die Leute lachen, die Schüler lachen nicht. Die trauen sich nämlich nicht, im Physikunterricht zu lachen. Ja, das ist wirklich, also da ist meine Statistik in der Zwischenzeit schon wirklich gut genug, um das zu sehen. Oder, was heißt, sie lachen nicht, also sie schmunzeln dann auch und nachher sagen sie auch, Mensch, das fanden sie ja lustig, aber sie lachen nicht so offen, wie sie es sonst tun, eine gleich große Personengruppe täte, wenn es Unternehmer wären oder erwachsene Leute. Offensichtlich lacht man nicht im Physikunterricht. Natürlich, klar, ist ja auch nicht zum Lachen, ja, aber natürlich funktioniert das auch deswegen so gut, weil man über Humor natürlich jeden kriegt. Und dann merkt man gar nicht, dass man dann eigentlich noch die Physik mit unterschiebt. Ja, aber und deswegen ist das natürlich ein Stilbruch. In der Physik lacht man auch nicht. Das ist natürlich eine seriöse Wissenschaft, ja, so völlig klar. Die produziert ja Ergebnisse. Man kann sich das alles ausrechnen. Tue ich ja auch in der Sache. Aber es wird halt zwischendurch auch mal gelacht. Ja. Und deswegen ist das ein Stilbruch. Deswegen ist das das, was Sie meinen. Aber es hat sich wirklich dramatisch verändert, wenn Sie sich jetzt hier unsere Vorlesungen angucken würden. Die Generation an Professoren, die jetzt hält, die ist da schon deutlich entspannter im Hörsaal und da wird dann auch mal der eine oder andere Gag gemacht. Und bei unseren Studenten ist es dann schon so, dass die auch entsprechend ankommen. Also das hat sich schon drastisch verändert. Also da würde ich sagen, diese staubtrockene Physikvorlesung, die Sie sich vielleicht vorstellen oder die Sie vielleicht schon mal gehört haben, die gibt es fast gar nicht mehr. Es gibt noch einige Kollegen, die das unseriös finden. Die sind aber alle in der Altersklasse 70 plus. Also die sind schon wirklich nicht mehr im aktiven Dienst. Aber ich weiß, dass es auch einige meiner Kollegen gibt, die das nicht seriös finden. Aber dann sage ich dann, gut, die können dann weiter ihre seriösen Veranstaltungen halten, zu denen keiner hingeht.